Ja, deutsch-orthodox, das klingt tatsächlich erstmal ungewohnt. Es hängt damit zusammen, dass in der orthodoxen Kirche die Kirche, das Christentum, sich stets verbunden hat und verbindet mit dem jeweiligen Volkstum, mit der jeweiligen Sprache, mit der jeweiligen Kultur. Und so ist es heute tatsächlich so, dass man die orthodoxe Kirche eher mit Russland, mit Griechenland, mit Bulgarien, Serbien verbindet. Aber es gibt auch japanisch-orthodoxe und amerikanisch-orthodoxe, französisch-orthodoxe und so weiter. Grundsätzlich ist Christus für alle Menschen gestorben, also auch für die Deutschen. Und insofern ist es ganz selbstverständlich, dass die orthodoxe Kirche auch in Deutschland lebt. Und die orthodoxe Kirche ist genauso gut deutsch, wie sie russisch oder griechisch oder rumänisch oder bulgarisch ist. Das ist also gar kein Thema. Natürlich gibt es da eine geschichtliche Entwicklung. Wir haben im ersten Jahrtausend, grob gesprochen, haben wir noch eine gesamteuropäische christliche Einheit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die alte Kirche, wie sie von Christus und den Aposteln gegründet worden war und in der auch die ganze Urüberlieferung sich befindet oder in der die ganze Urüberlieferung geborgen ist, dass diese Kirche in Gesamteuropa eigentlich die gleiche war im Anfang. Es gab zwar immer Häresien und Auseinandersetzungen, aber die gab es überall. Nicht nur in einem Ort und nicht nur am anderen, sondern es gab eine Kirche. Erst, wie soll ich sagen, nach dem 7., 8., 9. Jahrhundert, da entwickelt sich der Westen und der Osten auseinander. Und es entsteht das, was wir dann später nennen Westkirche und Ostkirche. Ursprünglich war das eine Einheit. Das hängt insbesondere mit der Entwicklung des römischen Papsttums zusammen, aber auch mit besonderen theologischen Ansichten, theologischen Meinungen und theologischen Moden, möchte man fast sagen, die dann im Westen sehr, sehr stark geworden sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Osten, die alte Überlieferung, die alte Kirchlichkeit, das alte Christentum besser bewahrt hat als der Westen. Das kann man im Großen und Ganzen so sagen. Das hängt damit zusammen, dass das östliche Christentum ja insgesamt konservativer war oder wie soll man das nennen? Es ist schwer festzumachen. Es hat natürlich philosophische, politische und kulturelle Hintergründe. Im Westen hat sich dann einfach durch die Entwicklung auch dieses Zentralismus, den wir in der Westkirche dann seit dem 9., 8., 9. Jahrhundert haben, hat sich dann so eine Art entwickelt, dass man gerne die Kirche der modernen Welt angepasst hat. Das hat die Orthodoxie im Osten nie getan. Also insofern, es geht ja in der Kirche letztlich um das, was immer das Gleiche ist, was immer gilt. Gott ist der Ewige heute und morgen und der verändert sich nicht. Und auch der Mensch ist derselbe heute wie vor 2000 Jahren oder vor 10.000 Jahren. Der Mensch hat sich auch nicht grundsätzlich verändert. Das sind äußere Dinge und das Mysterium des gottmenschlichen Lebens, der Einheit zwischen Mensch und Gott, das ist immer das Gleiche. Daher auch in der orthodoxen Kirche diese Grundtendenz zu bewahren. Auch der Begriff der Katholizität, kataolon, gemäß des Ganzen, sagt ja nichts anderes, als dass es sich um die allbewahrende Kirche handelt. Das heißt, die Urüberlieferung wird so weitergetragen, wie wir sie empfangen haben. Und so geben wir sie weiter nach bestem Wissen und Gewissen. Also es gibt keine Neuerfindungen in der Kirche Gottes. Gott ist derselbe immer und ewig. Ja, zu den westlichen
Wurzeln der Orthodoxie auch hier in Deutschland. Da gibt es natürlich ein ganz wunderbares Zeugnis des heiligen Irenäus von Lyon. Das war ein Enkelschüler des heiligen Johannes des Theologen. Irenäus kam von Ephesus, von Kleinasien, und ist als Bischof berufen worden nach Lugdunum in Gallien, was wir heute Lyon nennen, und er lebte im 2. Jahrhundert. Und er schreibt in seinem Buch über die Häresien seiner Zeit, schreibt er von den in Germanien gegründeten Kirchen und lobt ihre Orthodoxie. Das heißt, nach dem Zeugnis des heiligen Irenäus von Lyon, 2. Jahrhundert wohlgemerkt, muss es in Deutschland und im weiteren Germanien orthodoxe christliche Gemeinden, Kirchen gegeben haben. Sicherlich nicht, wie wir das dann aus späterer Zeit kennen, flächendeckende Staatskirchen. Sowas gab es damals natürlich nicht. Das gab es auch im Römischen Reich damals nicht. Das Christentum lebte im Römischen Reich als verfolgte Minderheit, in Germanien nicht verfolgt, aber durchaus als Minderheit. Aber unter den heidnischen Mitbrüdern gab es dann eben die Christen, die dort ihren göttlichen Kult pflogen und christlich lebten. Und wenn Irenäus von den Kirchen spricht, die in Germanien gegründet worden seien, dann geht er selbstverständlich von dem Gebiet aus, was dann die Römer das freie Germanien, Libera Germania, nannten. Also das ist jetzt nicht Germania Inferior, welches damals zum Römischen Reich gehörte, sondern es ist das Äußere, also wo dann die römische Herrschaft nie wirklich sich etabliert hatte. Dann gibt es eine andere Quelle, das sind die Briefe des Bonifatius. Bonifatius lebte ja dann viel später, das ist dann schon 8. Jahrhundert, wo er versucht, das römische Christentum, wie es dann auch vorher in England sich durchgesetzt hatte, auf der Synode von Whitby, das versuchte er auch in Deutschland durchzusetzen, mit schwankendem Erfolg. Also interessant sind seine Briefe, die er schreibt, wo er, ja, wie soll ich sagen, also zunächst muss man sagen, er trifft ja gar nicht so viele Heiden, wie er vielleicht gerne möchte. Es gab zu seiner Zeit schon sehr viel weniger Heiden, als wir uns das auch heute vorstellen. Gerade in Thüringen und in Bayern gab es Christen und er traf auf Glaubensboten. Er hatte einen eigenen Cousin, der dort bereits sich aufhielt. Er fand aber auch dort vor Ort Priester und Mönche vor, die dort lebten. Aber er kritisiert diese Christen als schlechte Christen, als Heiden sogar. Er sagt, das sind heidnische Unsitten, die er den thüringischen und bayerischen Christen vorwirft. Und was sind diese heidnischen Unsitten? Das ist jetzt von der Quellenlage sehr interessant. Er wirft vor, dass die Priester verheiratet sind. Das nennt er Hurerei. Aber in der orthodoxen Kirche sind die Gemeindepriester bis auf den heutigen Tag verheiratet und niemand käme auf die Idee, das Hurerei zu sein. Das ist eine ordentliche christliche Ehe. Also in diesem Sinne, das ist eine orthodoxe Tradition, die hier, wenn auch in der Polemik, aber doch in der Quelle nachgewiesen ist. Ein anderer Aspekt, über den sich Bonifatius beschwert, ist der, und das ist besonders bemerkenswert, dass er sich darüber beschwert, dass die Bauern einfach, wenn sie ein Problem haben in ihrem Leben, die Bibel aufschlagen und darin lesen. Und das ist schon etwas Besonderes, denn man weiß, im Mittelalter waren die Menschen noch nicht so alphabetisiert. Sicherlich konnten nur wenige lesen. Aber mit Sicherheit konnten die bayerischen und thüringischen Bauern kein Latein. Ausgeschlossen. Die einzige Bibel, die damals dafür in Frage kam, war die Bibelübersetzung des Wulfila, die heute in Uppsala in Schweden liegt und die im 4. Jahrhundert entstanden ist. Die gotische Sprache war damals bis ins 8. Jahrhundert grob gesprochen, eine Art Lingua Franca in den germanischen Ländern. Das heißt, es entsprach etwa dem, was das Hochdeutsche heute in Deutschland ist, im Vergleich zu den verschiedenen Dialekten. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit der gotischen Sprache, die eben im ganzen germanischen Bereich gut verstanden wurde.
Und die thüringischen und bayerischen Bauern konnten also, wenn überhaupt, lesen, dann sicherlich nur die deutschsprachige Bibel, nicht eine lateinische oder eine griechische. Es gibt noch andere Hinweise auf orthodoxe Überlieferungen in dieser frühen Zeit. So ist die Rede auch in der Polemik bei Bonifatius über die heidnischen Unsitten, dass man an den Gräbern der Verstorbenen Gelage feiere. Das ist wiederum eine Sitte, die kennen wir aus Russland bis auf den heutigen Tag. Am Ostermontag geht man zu den Gräbern der Verstorbenen und feiert mit ihnen die Auferstehung des Heilandes. Eine ganz normale Sache, ein guter orthodoxer Brauch, den es auch heute noch in den orthodoxen Ländern gibt und den es damals offensichtlich auch in Germanien gegeben hat. Also das sind Hinweise auf alte, sehr, sehr frühe orthodoxe Traditionen in Deutschland. Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass es ja auch im römisch-katholischen Bereich religiöse Volksbräuche gibt, die durchaus sich anschließen an sehr, sehr alte orthodoxe christliche Bräuche. Und da gibt es sehr viele Parallelen.